Herzlich willkommen zum nächsten Die dritte Weltschulung. Heute geht es ganz kurz und ganz schnell. Es geht um Beleidigungen. Weil einfach hier sehr viele Menschen es nicht verstehen, warum wir so schnell beleidigt sind. Also wir Weißen. Andererseits kann man auch natürlich die Menschen hier beleidigen. Anders aber als in Deutschland. Also hier zum Beispiel, wenn ich jemand sagt, du bist ein Arschloch, ist das keine Beleidigung. Du bist eine Dumpfbacke, du bist ja blöd, das ist keine Beleidigung. Mein, bist du dumm? Da kommt vielleicht zurück, ja, ich weiß, dass ich dumm bin, aber ich versuch's ja. Aber die Menschen sind deshalb nicht beleidigt, wenn du sowas machst. Auch Fragen, wie zum Beispiel, wenn ich eine Frau frage, hey, wie alt bist denn du? Das ist keine Beleidigung, das ist eine Frage, die eine Antwort verdient. Oder wenn ich eine dicke Frau sehe und sage, oh, wann ist es denn soweit? Und die sagt, was denn? Du bist doch schwanger, oder? Dann sagt sie, nee, ich bin dick, bin nicht schwanger. Sieht nur so aus. Du beleidigst die Menschen damit nicht. Also das ist eine sehr schöne Geschichte. Du darfst hier wirklich reden, sprechen, frei reden. Und die sind aber natürlich, wenn dir einer sagt, zum Beispiel bei mir, ja, wenn jetzt einer sagen würde, hey, du, komm mal her. Du, ja, der Dicke, der Fette da, komm mal her. Und ich bin dann beleidigt, dann würden die das nicht verstehen. Warum? Warum? Ich habe doch nichts gesagt. Ich habe doch nur, ihr wart zu dritt da und ich habe gefragt, wen meine ich? Und da habe ich halt den, das Merkmal rausgesucht, was am offensichtlichsten ist. Und das ist keine Beleidigung. Aber wie kann ich jetzt hier jemanden beleidigen? Also politisch gesehen ist es so, ich darf auch politisch böse Sachen sagen gegenüber der Regierung. Aber ich darf sie nicht beleidigen. Und beleidigend ist für die Regierung oder für die Partei immer dann, wenn ich lüge. Also wenn ich etwas erzähle, was nicht stimmt, das ist beleidigend. Oder was zum Beispiel auch beleidigend ist, wenn eine pornografische Darstellung mit dem Kopf von der Präsidentin, mit wie heißt das, Photoshop oder was, zusammengefügt wird, das ist dann schon beleidigend, und weil das ist einfach Respektlosigkeit, die beleidigend ist. Wie kann ich privat jemanden beleidigen? Na, hauptsächlich mal durch nicht grüßen oder den Gruß nicht erwidern. Das ist hier, wird sehr beleidigend aufgefasst. Grüßen ist hier, habe ich euch schon immer gesagt, sehr, sehr wichtig. Ich kann aber auch jemanden beleidigen, indem ich hingehe zum Beispiel, was sehr, sehr viele Weiße machen. Mir ist das nie aufgefallen, nachdem mir das ein paar Leute erzählt haben, habe ich mal ein bisschen aufgepasst. Das stimmt tatsächlich. Jemand bietet Essen an und es ist nicht beleidigend zu sagen, nein, danke, ich will jetzt nichts oder ich bin schon voll oder sonst was. Das wäre nicht beleidigend. Aber dann hinzugehen, das Essen in die Hand zu nehmen und nee, dann wieder zurückzulegen und dann abzuhauen, ja, weil nee, das schmeckt nicht oder das riecht komisch oder das ist eine sehr, sehr große und grobe Beleidigung. Und ja, damit könnt ihr Menschen hier wirklich nicht auf die Palme bringen, zur Trauer bringen, ja, die fangen es weinen an. Die sind einfach enttäuscht, weil die sagen, was habe ich denn falsch gemacht? Und das muss man, glaube ich, verstehen, dass wir verschiedene Kulturen haben, wo man verschiedene Wertigkeiten auch hat. Und ich glaube, dass die Wertigkeit hier sinnvoller und realistischer ist als das, was ich noch aus meiner Ex-Heimat kenne. Aber das könnt ihr alles selbst entscheiden und selbst drüber nachdenken. In diesem Sinne, das war das kürzeste dritte Weltschulung-Video, das wir, glaube ich, jemals machen werden. Bis dann.